Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erzähle ich euch ein bisschen über meine Ring- und Nordschleifentour, die ich vor einiger Zeit unternommen habe. Da bin ich bisher noch nicht zu gekommen. Und zwar war das eigentlich eine ziemlich spontane Aktion von mir und da ein bisschen die Touri-Fahrten mitzunehmen. An dem Tag bin ich insgesamt, ich glaube, 5 Runden habe ich gedreht. Und das Geile war, 3 davon mit Instructor und einmal jemanden hinterherfahren. Also ich bin, glaube ich, nur die erste Runde allein geballert. Und zwar war das so, ich bin halt gefahren und dann war gegen Endstück ein BMW neben mir, irgendwie ein E36 M3 und ich habe voll gedrückt, er hat gedrückt, voll gedrückt. Dachte ich jedenfalls. Und dachte mir so, oh, krass, der hält ganz schön gut mit, weil ich wusste am Anfang jetzt nicht, was das ein M3 ist, so als er im Rückspiegel zu sehen war. Und ja, dann, als wir dann abgefahren sind, habe ich ja halt mit dem Fahrer ein bisschen gesprochen, beziehungsweise in dem Moment war es erstmal die Fahrerin, auch richtig geil. Hat mir ganz gut gefallen, dass auch Frauen da ein bisschen motorsporttechnisch unterwegs sind. Und dann war sie halt mit ihrem Freund da oder Mann, weiß ich gar nicht, Beziehungsstatus, ist aber auch Laterne. Er hat sie halt auch gecoacht und der Kerl fuhr auch schon seit 20 Jahren ununterbrochen, sage ich mal, auf dem Ring war unterwegs und kannte halt sich halt ziemlich gut aus. Hab mit denen ein bisschen gefachsimpelt, ein bisschen geschnackt und alles und hab's dann geschafft, ihn dazu zu bringen, dass er bei mir eine Runde mitdreht und mich mal ein bisschen coacht. Und das ist ganz korrekt, ich habe das Ganze mit der GoPro aufgenommen. Ich werde das aber, glaube ich, separat als einzelnes Video hochladen. Das ist jetzt einfach hier nur der Talk über den ganzen Ring-Story als solches. Und war natürlich ziemlich geil zu wissen, wie man fahren muss, denn ich bin persönlich einfach nur Rennsport begeistert, aber jetzt noch nicht der extreme Hardcore-Racer, sag ich mal so. Ist aber ein Kindheitstraum von mir, mal professioneller und richtig gut fahren zu können und mich da mal ein bisschen hinter die ganze Materie zu klemmen. Und ja, war auf jeden Fall ziemlich korrekt, dass er dann mal bei mir eine Runde mitgefahren ist oder so seine Freundin, meine Freundin war dabei, waren wir halt zu viert in meinem Dreier, sind dann über den Ring ein bisschen gefahren, hat mich gecoacht, wie ich die Kurven fahren muss, wo die Bremspunkte sind, welcher Gang und sowas und war ziemlich geil zu fahren, ist auf jeden Fall einfacher gewesen, den Kurs zu fahren mit seiner Hilfe als alleine, denn ich kenne halt die Strecke auch nicht wirklich. Und ich war deutlich schneller, würde ich mal sagen, unterwegs, obwohl ich gar nicht gefühlt so krass am Ballern war, wie es vorher war. Also die richtige Linie fahren macht auch auf jeden Fall deutlich mehr Zeit her. Und ja, das hat mich auf jeden Fall geborgt. Und des Weiteren ist halt ein Kindheitstraum von mir in Erfüllung gegangen, was ich bisher noch gar nicht hatte. Und zwar wollte ich, als ich kleiner Boy war, schon immer mal mit einem Ringtaxi mitfahren. Aber damals war das immer so, die waren ewig, ewig, ewig ausgebucht. Jetzt sieht es, glaube ich, mittlerweile ein bisschen anders aus. Aber aktuell ein M3, M5 ist halt so ein Dickschiff. Und er hat einen komplett umgebauten M3 mit Käfig und Fahrwerk und leergeräumt und sonst was und mit dem 321 PS Motor drin, also richtig, richtig geiles Ding. Habe ich es auch noch geschafft, ihn dazu zu bringen, dass er mich eine Runde in seinem Auto mitnimmt. Und ja, der Typ kann auf jeden Fall definitiv richtig gut fahren und das war einfach echt mega geil, das einfach mal zu erleben, zu sehen, was für Kurvengeschwindigkeiten gehen, wie krass man bremsen kann, wie man das Auto in die Kurven knüppeln kann und so. Das ist so. Ich dachte mir, als ich das so alles erlebt habe, so, jo, Marc, da musst du auch hin. Und wird auf jeden Fall ein langer Weg. Rennsport begeistert bin ich, seitdem ich das erste Mal auf dem Ring war mit meinem eigenen Auto. Schon seit langem, aber das erste Mal so mit meinem eigenen Auto drauf gewesen. Deswegen steht bei mir eigentlich auch so ein bisschen Tuning Richtung Performance erstmal auf erster Linie. So gar nicht die Optik großartig. Ich hoffe, so das Ding fährt sich geil. Und ja, mal schauen. Irgendwann ist noch die Idee in meinem Kopf, dass ich mir einen gebrauchten E36 hole, 325, 328i oder einen 325i E46 Coupé. Die Dinge sind einfach relativ günstig und, glaube ich, recht solide Autos. Und für einen Ring eigentlich, um fahren zu lernen, ist so ein Ding erstmal perfekt, würde ich sagen. Mit ausreichend Leistung kann man die Dinge mal noch leer machen, irgendwas einbauen und ein bisschen über Ring knüppeln. Weil der Dreier ist schon nice, aber ich will halt nicht mein Daily-Auto da mal an die Wand fahren, weil ist nicht so nice. Dafür kann man sich auf jeden Fall ein anderes Auto holen und dafür nutzen und aufbauen. Das sind so ein bisschen meine Impressions, die ich so hatte. Ansonsten habe ich da halt eine Nacht gepennt und bin am nächsten Tag noch im Ring rumgeballert und dann irgendwie erst abends nach Hause. Das war genau Karfreitag war das, ja, habe ich ganz vergessen. Und ich wollte euch einfach mal mitnehmen auf die ganze Tour und einfach mal ein bisschen so meine Impressionen, das, was ich alles so gemacht habe, mal ein bisschen mit euch teilen. Und deswegen gibt es jetzt
Ja, Hotelporn, Ringporn, ein bisschen vielleicht auch nicht, mein Autoporn. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den ganzen, fahrt vorsichtig und genießt den Hotelporn. Oh yeah, also Peace.